Hallo und herzlich willkommen zurück auf Francis Rose Arts Ferienprogramm. Das ist die 7. Folge und heute malen wir ein abstraktes Bild. Ihr braucht wieder euren Farbkasten, Pinsel und Papier, Wasser und Abtupftuch und dann kann es schon losgehen. Wenn ich abstrakt male, dann habe ich keinen Plan. Das heißt, ich fange einfach mit einer Farbe an, die mir gefällt. Und lege los. Mache verschiedene Striche und Kleckse aufs Papier und nehme dann die nächste Farbe. Abstrakte Malerei heißt ja, dass das Bild erstmal nach nichts aussieht. Also, das Abstrakte ist die gegenstandslose Malerei. Das heißt, man stellt mit dem Bild nichts dar. Man malt kein reales Objekt, sondern man ordnet Farben und Formen einfach nach Gutdünken, wie man so schön sagt, an, so wie ihr lustig seid. Und ich mag diese Malweise, weil man einfach drauf losmalen kann. Man muss nicht nachdenken, wo muss was hin und wie muss ich was malen, sondern man legt einfach die Farben nebeneinander und übereinander und die Formen ebenso. Wenn ihr dieses Blatt schön bemalt habt, könnt ihr immer noch hinterher drüber malen. Das heißt, wenn es euch noch nicht reicht, was ihr gemacht habt, könnt ihr auch Buntstifte nehmen, Kreise malen, Vierecke malen, Dreiecke malen, Striche machen. Also es ist alles erlaubt bei der abstrakten Malerei und das finde ich so schön. Vor allen Dingen kann man dabei auch ausprobieren, wie gut manche Farben miteinander harmonieren oder wie schlecht. Um einen gewissen Kontrast zu entwickeln, nehme ich gern auch nochmal gerade so zum Ende hin eine etwas dunklere Farbe, um einfach so ein paar Punkte zu kreieren, wo man hinguckt. Bei abstrakten Bildern ist es oft so, dass das Auge wandert und guckt und jede Ecke genau sich anschaut. Das ist dann eigentlich auch genau das, was ihr mit dem Bild erreichen wollt, dass man sich das anguckt und davor stehen bleibt und überlegt und guckt, welche Ecken einem besonders gefallen, welche vielleicht nicht oder wo man etwas sieht, was die anderen nicht sehen. Also, bei abstrakter Malerei ist euch keine Grenze gesetzt. Legt los, habt Spaß und wenn euch euer Bild am Ende nicht gefällt, seid nicht verzweifelt. Ich zeige euch morgen, was wir mit Bildern machen, die nichts geworden sind. Ihr seht, ich nehme hier bei meinem abstrakten Bild einen meiner Pinsel. Ihr könnt dafür wieder eure Borstenpinsel benutzen. Ich mache das gerne mit einem breiteren Pinsel. Somit kann ich die Fläche schön und schnell bedecken. Und das geht dann mit dem Borstenpinsel auch etwas besser, als wenn ihr die Rundpinsel nehmt. Denkt daran, ihr Lieben, dass ihr das Bild zwischendurch mal ganz trocknen lasst. Vor allen Dingen, wenn ihr nochmal drüber malen wollt. Nicht, dass ihr unten drunter die ganzen Farben wieder anlöst und ihr am Ende nur so eine braune Matsche auf dem Papier habt. Lasst euch Zeit, lasst euch nicht hetzen und habt ganz viel Spaß dabei. So, mein Bild ist fertig. Ich lasse es jetzt schön trocknen und male am Ende nochmal mit meinen Ölkreiden ein bisschen drauf rum. Ein paar Kreise, ein paar Striche. Ich finde es gar nicht schlecht. Nichtsdestotrotz zeige ich euch morgen, was wir mit Bildern machen, die uns nicht gefallen. Deswegen keine Bilder wegschmeißen. Es gibt immer noch eine Chance für sie. Bis morgen. Freut euch drauf. Tschüss.